Herr Präsident Kulterer, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wollen eigentlich nur einmal die Kommunikation im Bereich der industriellen Vereinigung einmal besprechen. Sie haben jetzt dieses Amt frisch angetreten, sind ein junger Mensch und haben natürlich auch im Bereich der Kommunikation wahrscheinlich eine eigene Kommunikationskultur, die sich natürlich in der Wirtschaft auch auswirkt. Vielleicht können Sie einmal kurz mit Ihrer Person, einmal den Stil, wie Sie mit den Menschen, mit den Partnern umgehen, einmal schildern. Einfach ganz nur frei nach Schnauze. Bitte, Herr Kulterer. Ja. Ich glaube, bei uns in Kärnten sagt man ja, beim Reden kommen die Leute zusammen. Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sozusagen keine Kontaktscheu hat, dass man aufeinander zugeht und sich vor allem offen und ehrlich sagt, was man denkt und was man meint. Das ist, glaube ich, die Grundlage für jede gute Kommunikation. Und ich glaube, dass das heute gerade die Jungen sehr gut verstehen. Wir leben im Internetzeitalter, wo ja jede Art von Information ganz offen und transparent da liegt, wo man nichts verstecken kann. Und das ist sicherlich auch eine Stärke und etwas, was die Jungen ganz besonders vorantreiben. Und ich glaube, auf das muss man sich heute, egal in welchen Bereichen man tätig ist, ob das jetzt die Industrie ist, Wirtschaft. Gewerbe, Wirtschaft, aber auch die Politik, wird sich auf das einstellen müssen. Ja? Und wenn man es genau nimmt, das sind eigentlich keine neuen Werte, sondern das sind alte Werte, ja? Ehrlichkeit, Offenheit, vielleicht auch eine gewisse Neugier, das gehört einfach dazu. Die Kommunikation hat ja stark mit der Identität, mit der Person selber was zu tun. Da gibt es verschiedene Stilrichtungen, Sie haben das super gesagt, kärntnerisch, beim Reden kommen die Leute zusammen, aber es kommen ja verschiedene Leute oft einmal nicht zusammen. Wie kann man das kommunikativ irgendwie überbrücken, mit Stiländerungen, emotional sich anders einzustellen? Wie ist denn das Ihr Ort? Wenn Sie oft einmal sagen, oh, das ist ein bisschen ein sperriger Typ, mit dem komme ich nicht so zusammen, wie machen Sie das? Ja, vielleicht gleich mit einer anderen alten Volksweisheit, so wie man in den Wald ruft, kommt es zurück. Ja, ja. Passt auch zu meiner Herkunft. Ja. Ja. Ich glaube, dass man sich einfach auf den Gegenüber etwas einstellen muss. Und die Leute lassen sich sehr schnell eben vielleicht in einer Konfrontation treiben, die oft gar nicht notwendig ist. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich selber immer einen Schritt zurücknimmt und so, und da mal nachdenkt, okay, was möchte der andere eigentlich von mir? Ja, warum haben wir denn jetzt ein Problem? Und dass man versucht, auf diesen Punkt zuerst einmal einzugehen, bevor man halt nur seine Standpunkte irgendwie verteidigt und nur seine eigenen Standpunkte vorbringt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch lernt, zuzuhören. Dass man einfach, bevor man seine eigene Meinung artikuliert, einmal eben versteht, was will der andere überhaupt. Genau. Das ist eine reife Äußerung, darf ich als älterer Mensch sagen. Nur oft einmal hast du die Zeit nicht. Sie sind ja auch in einem Bereich, wo Entscheidungen getroffen werden. Kommunikation bedeutet auch Lösungen, Entscheidungen blitzartig zu machen und da kommt man ja ein bisschen in die Schere. Wie tun wir denn da? Ja, natürlich ist es wichtig, oft rasche Entscheidungen zu treffen, aber trotzdem ist eine falsche, rasche Entscheidung immer schlechter als eine fundierte, gut überlegte, die halt etwas mehr Zeit braucht. Und da muss man sich halt diese Zeit verschaffen. Wir haben noch ein Stichwort, was wir dazu assoziieren, das nennt man Synergie. Ja? Jetzt kommen wir immer mehr in die Wirtschaft hinein, Kommunikation unter den Betrieben, in der Industrie, untereinander Austausch von Informationen, Kommunikationsnetzwerke, wie weit ist das die Realität in der industriellen Vereinigung und auch Ihr Plan in der Zukunft? Die industriellen Vereinigung kommuniziert natürlich sehr intensiv mit ihren Mitgliedern. Und auch die Industrie verwendet natürlich sämtliche modernen Kommunikationsmittel, die heute gang und gäbe sind. Es spielt aber die direkte Kommunikation, das heißt auch das persönliche Gespräch, die Begegnung, eine ganz wesentliche Rolle. Und eine der Stärken der industriellen Vereinigung ist natürlich auch die Vernetzung ihrer Mitglieder. Und vieles, was heute eben passiert, entsteht bei Gesprächen, auch auf Veranstaltungen, auf Empfängen, wo sich Leute begegnen, miteinander reden und dann ganz einfach die Ideen dort geboren werden. Damit das dann in der Umsetzung gut funktioniert, da braucht man dann natürlich die neuen Kommunikationsmedien, also von E-Mail angefangen, über auch bis hin zu Facebook und so weiter. Das sind einfach die Instrumente, mit denen man heute dann rasch und schnell kommuniziert. Aber das Entscheidende ist,
bleibt der Mensch und bleibt die Begegnung mit dem anderen. Bleiben wir im technischen Bereich. Die Vernetzungskultur in der industriellen Vereinigung hat eine gewisse Struktur. Ist die in irgendeiner Richtung ausbaufähig, weiterzuentwickeln? Beispiele Telekonferenzen oder eben auch CMS-Systeme, um die Information noch besser zu filtern, auch die Ergebnisse, die drinnen passieren, auch zu evaluieren. Gibt es da irgendwelche Pläne und Vorhaben? Ja, jetzt speziell innerhalb der industriellen Vereinigung Kärnten nicht. Ja. Wir haben eine überschaubare Größe, auch an Mitgliedern, und verwenden diese Instrumente jetzt eigentlich nicht. Beim Reden kommen die Leute zusammen, ihr Wort, kommen die Leute auch über die modernen neuen Netzwerke zusammen, aus Ihrer Sicht, praktische Erfahrung? Oder ist das nur ein Gag? Nein, es ist auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, es wird in manchen Bereichen einfach überbewertet. Also auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, die Dinge mit der meisten Kreativität und dem größten Potenzial entstehen nach wie vor im persönlichen Gespräch, wenn der Funke überspringt. Und die modernen Kommunikationsmittel sind ein Instrument, mit denen vieles möglich wird, vieles auch schneller geht, effizienter geht. Manchmal natürlich auch auf den Fluch, weil man kann sich ihnen auch dann oft schwer entziehen. Aber ich bleib dabei. Also das Wesentliche entsteht im Gespräch zwischen Mensch und Mensch. Damals natürlich den Schnittpunkt hin zur Jugend. Zur jetzigen Jugend, wo ich sie dazu zähle, wenn ich das Kompliment aussprechen darf. Die ist ja in einem anderen Kommunikationskreis drinnen. Auch die junge Industrie, ne, die hat ja diesen Bereich. Die arbeiten ja in dieser Form international, global. Ja? Jetzt ist die Frage, wie weit könnte man diese Realität der neuen Kommunikation auch nutzen als Produktionsmittel, jetzt unter Anführungszeichen gesetzt. Weil Ideen werden ja gespeichert, werden umgesetzt, es wird ja auch kooperiert über die Netzwerke, durch Übertragen von Dokumenten, gemeinsam auf einem Dokument arbeiten. Das ist ja auch eine Form der Industrialisierung im Kommunikationsbereich. Sie sprechen jetzt auf der einen Seite eben die Arbeitsprozesse an, die in der Industrie natürlich gang und gäbe sind, die heute nicht mehr wegzudenken sind. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage, wie erreiche ich wieder Menschen in einer bestimmten Breite, und da haben Sie völlig richtig gesagt, ich glaube, also, da muss man heute auch verstehen, wie die Jungen miteinander kommunizieren, wie sie erreichbar sind, und da kommt man eben um soziale Netzwerke, auch Blogs sozusagen in Medien, in Zeitungen und so weiter, kommt man da natürlich nicht herum. Gut, jetzt könnte ich so, weil wir wollen das Interview nicht zu breit machen, was ist denn Ihr Masterplan jetzt für Ihre Periode als Präsident hier in Kärnten? Haben Sie da ein paar Eckpunkte, die Sie uns einmal sagen? Was haben Sie sich vorgenommen in Ihrer Amtszeit, wenn man so hochtrabend sagt? Naja, ich bin ja sozusagen noch am Beginn dieser Amtszeit, und ich habe für mich auch irgendwo vorgenommen, diese 100 Tage in Anspruch zu nehmen, und habe einmal sehr intensiv mit unseren Mitgliedern gesprochen, über den Sommer auch, teilweise mit Umfragen, teilweise in persönlichen Gesprächen. Wir haben auch eine Vorstandsklausur abgehalten, wo wir die Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit neu definieren, und wir werden das Ganze dann im Oktober auch einmal präsentieren. Wir müssen das dann in entsprechende Form bringen und dann auch der Öffentlichkeit vorstellen. Ihre Motivation jetzt der Präsidentenrolle, wie können Sie die beschreiben, wie als Typus Kulta? Ja, irgendwo ist es mir sozusagen auch mit in die Wiege gelegt worden. Ich stamme eben aus einer Unternehmerfamilie, die aber auch in einem sehr traditionellen Bereich verwurzelt ist, in der Holzindustrie, wo es natürlich auch immer über Generationen geht. Ich vergleiche das immer damit, ein Baum braucht 3 Generationen, bis er gewachsen ist, bis man ihn verwerten kann und was nicht. Nutzstiftendes daraus machen kann. Deswegen sind wir gewohnt, in langfristigen Zeiträumen zu denken. Und mit dieser Erfahrung der Erziehung habe ich auch mitbekommen, dass es auch
wichtig und notwendig ist, für die Gesellschaft etwas zu tun, für das Umfeld, in dem man wirkt. Und für mich ist eben die Industrievereinigung genau dieser Bereich, wo ich das auch sehr gut umsetzen kann. Und die Industrievereinigung ist ja gerade in Kärnten eine wichtige Institution der Wirtschaft, die außerhalb des parteipolitischen Geschehens steht, aber sehr wohl für Standortpolitik, für Industriepolitik in diesem Land mitverantwortlich ist, auch gemeinsam mit den Sozialpartnern. Und man hat da schon einen gewissen Handlungsspielraum, um etwas Positives auch für Kärnten zu bewegen. Und das motiviert mich und deswegen mache ich das. Der Baum, ein super Symbol für Zeit, Raum und Synergie. Für mich als Psychologe. Also absolutes Leitsymbol. Jetzt die Frage und das die Abschlussfrage, Ihre Perspektive jetzt auf Kärnten, auf die politische Situation, nicht die aktuelle, sondern grundsätzlich Standort, haben Sie ja selber gesagt, wie bewerten Sie die Möglichkeiten der Unternehmer, der Arbeitnehmer für Kärnten jetzt aus dieser Perspektive, der reifen Perspektive Ihrerseits? Ich möchte mal die aktuelle politische Diskussion ausklammern, sondern es geht um Perspektiven. Ja. Ich glaube, dass Kärnten eine einmalige Lage hat in Europa. Wir sind an der Schnittstelle der großen drei Kulturkreise, des slawischen Sprachraums, des romanischen Sprachraums, aber auch des germanischen Sprachraums. Das ist ein ungeheurer Vorteil. Wir liegen noch dazu in unserer Lage im Herzen Europas, sind sozusagen an der Schnittstelle Europas. Und wir müssen diese Ausgangsposition noch lernen, stärker für uns zu nutzen. Wir brauchen einfach eine Offenheit, auch für die kulturelle Vielfalt in diesem Land, wobei ich meine, dass die in der Kärntner Bevölkerung grundsätzlich ja stark verankert ist. Wir gelten ja auch als sehr gastfreundlich, auch als offene Leute. Gerade in der Industrie wissen wir, dass die Menschen, die für uns arbeiten, auch sehr einsatzfreudig sind und sehr engagiert sind. Und das sind alles Stärken, die wir in Zukunft noch besser nützen müssen. Unsere große Chance liegt sicher im Export unserer Leistungen, aber auch im Export unseres Know-hows. Und ich glaube, das, was wir ganz besonders in den Mittelpunkt rücken müssen, ist eben, sind die kommenden Generationen, ist die Bildung, ist die Ausbildung, aber nicht nur sozusagen im sachlichen, fachlichen Bereich, sondern auch die Werte, die wir heute unseren Kindern und den jungen Menschen mitgeben. Und wenn wir das in den Mittelgrund rücken, dann haben wir in Kärnten eigentlich die beste Ausgangslage in ganz Europa. Sie haben in Ihrer Art die Kärntner Seele beschrieben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Gerne.